Wir beginnen mit unserem allerstärksten Künstler. Es ist unser Studiogast heute, Roger Baptist, aka Rummelsnuff, der heute und morgen in Bayern auftritt. Aber erstmal gibt es Verpflegung von ihm. Hier nimmt er die Bratwurstzange in die Hand. Rummelsnuff. Reines Mett und Speck vom Schwein. Die Würzmischung bleibt streng geheim. Der Fleischer grad das Brett noch rührt. Der Brater schon die Kohle schürt. Gewolft, gekuttert in den Darm. Und der Grill ist auch schon warm. Wir braten nicht auf Strom und Gas. Nur auf Kohle macht es Spaß. Wir drehen die Wurst genügend lange. Wir brauchen keine Bratwurstzange. Männer hier im Thüringer Land wenden scheulos mit der Hand. Mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand. Nun ist unsere Wurst vom Rost nicht gerade leichte Kost. Und schon ist ein Grund gefunden, mit einem kurzen abzurunden. Die beste Möglichkeit von vielen wär mit dem Schwarzbier nachzuspülen. Scheulos mit der Hand. Wir drehen die Wurst genügend lange. Wir brauchen keine Bratwurstzange. Männer hier im Thüringer Land wenden scheulos mit der Hand. Mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand. Bom, bom. Bratwurstzange. Wer singt solche Texte? Rummelsnuff, der Mann aus dem Osten mit der derben Strommusik, wie er zu seinen Shanties selber sagt. Er hat es uns heute erklärt und er hat es eben auch gesungen. Ein echter Mann braucht gar keine Bratwurstzange. Er wendet die Wurst auf dem Grill mit der blanken Hand, was dann wie so eine Scratch-Bewegung wie beim DJ aussieht. Rummelsnuff heißt eigentlich Roger Baptist, ist Musiker, Bodybuilder und gerade mit seiner Best-of-CD und seinem Buch auf Tour. Er ist Sohn von Musikern, die in der DDR sehr, sehr bekannt waren. Er gehörte dann zum sogenannten Magnetband-Untergrund im Osten. Ein sehr schönes Wort. Und seit 10 Jahren ist er nun der Captain. Manchmal auch mit Pfeife. Auf jeden Fall mit Muckis und Seemannsliedern. Rummelsnuff. Ahoi. 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 Jetzt sitzen hier 3 Herren. Das muss man erstmal den Hörerinnen und Hörern vom Zündfunk erklären. Ihr seid auch optisch recht eindrücklich. Also ich hatte noch nie 3 Bodybuilding-Männer hier jetzt sitzen im Zündfunk. Recht rasiert an den meisten Körperteilen, bis auf den Bart, denke ich mal. Sehr gut auftrainiert, der eine zieht jetzt gleich die Jacke aus. Ist das Einstellungsvoraussetzung beim Captain Rummelsnuff, dass die Mannschaft gut trainiert ist? Nicht unbedingt, aber ja, das inspiriert wahrscheinlich auch dazu, das dann zu vertiefen und weiter zu betreiben. Aber wenn ich dich jetzt vor mir sehe, Rummelsnuff, da muss ich mir denken, jetzt weiß ich, wo der Spruch herkommt, im Berghain ist die härteste Tür der Welt, wenn du da Türsteher warst. Naja. Warst du hart? Nein, diplomatisch. Damit kommt man auch weiter eigentlich und man muss ja sich auch nicht unbedingt profilieren durch irgendwelche aufgesetzte vermeintliche Härte. Also man kommt viel besser klar, wenn man gut klarkommt, nicht? Aber die Beats aus dem Berghain tauchen ja in deiner Musik in einer anderen Form ja auch auf. Also du magst Beats, du nennst das selber, glaube ich, Elektro-Gassenhauer, derbe Strommusik. Also ist es nicht ganz unverwandt. Natürlich ist es nicht mit dem gleichen Techno-Beat und Gebrettere vergleichbar. Aber das war eigentlich alles schon da vor dem Eintritt ins Berghain, also an die Tür. Und eigentlich war das mit einem Konzert im Berghain verbunden. Also spielst du mal hier Rummelsnuff? Ja, mache ich. Und bei der Gelegenheit suchte zufällig gerade einen Türsteher. Weil momentan, also damals, das geht jetzt ums Jahr 2006,
Da war einfach noch nicht so viel, naja, Buchung und Konzerte. Und ein paar Taler taten gut. Und obendrein hat es irgendwie auf eine Art noch Spaß gemacht. Ja. Und es hat was Entspannendes. Türsteher? Ja. Tatsächlich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, wenn man entspannt ist vielleicht. Ja. Das Berghain ist ja auch, ja, man kann so sagen, die Hippies von heute, Techno. Nicht? Also das ist jetzt nicht, dass da jetzt das ganz große Agro-Volk sich da die Klinke in die Hand gibt. Nee, das war schon eher entspannt. Und wenn sich mal jemand verirrt hat, dem kann man ja dann sagen, ja, guck mal, da hinten gibt es auch noch das der Tresor, da ist Bar 25, dieses, jenes und so. Und dann gehen die und gucken sich das andere an, wenn es jetzt offensichtlich nicht so richtig passen würde. Es geht ja auch nicht nur darum, dass die Leute nicht passen, sondern man sieht, dass es den Leuten da drinnen nicht passen würde. Sieht man schon vorher. Aha. Meistens. Ja. Ich muss jetzt doch mal nach dem Namen fragen, obwohl die Frage immer verboten ist, aber gibt es auch ein Verb zu Rummelsnuff, also Rummelsnuffen? Verrummelsnuffen. Also wie Lieder, geht es? Es gibt ein paar Lieder, die wurden verrummelsnufft. Die meisten sind vom Rummelsnuff selber, also Eigenkompositionen und Textungen. Aber es gibt auch ein paar bisschen Fremdwerk so von anderen Schreibern. Und das ist dann Verrummelsnuft. Also wenn du zum Beispiel Barry Manilow Mandy eindeutscht oder Azzurro eindeutscht oder Gilbert Bécaud eindeutscht, das ist dann Verrummelsnuffen bei dir. Sehr, danke für dieses Beispiel. Gerade diese Mandy-Geschichte, das ist ja 1:1, nicht? Also da singt da nichts anderes, da ist nichts hinzugefügt. Die Mandy hat sich auch nicht beklagt, dass sie verrummelsnufft wurde. Die Mandy ist eigentlich Brandy. Eigentlich war es für ein Getränk geschrieben und auch nicht von ihm selber. Er hat es auch nur für Barry Manilow. Ja. Ja? Ja, ja. Und also sehr schön gemacht, muss man sagen, mit diesem riesen Orchester und so. Das ist aber eigentlich ein geiler Alkoholiker-Song. Oh, Brandy, when you kiss me and stop me from shaking. Du hast es sowas von erfasst. Alter. Denn da hat es plötzlich einen Sinn. Man wundert sich immer, warum bei der Mandy aufhört zu zittern und nicht eher anfängt, wenn die ihn so begeistert. Stimmt. Deswegen, also irgendwie der Sinn ist da schon eher gegeben. Erzähl mal quasi von deiner Kunstfigur Rummelsnuff. Also wie viel Prozent ist Roger Baptist da drin? Also der starke, große Mann mit der Captain-Mütze, der deutsche Lieder singt, die auch von der See und Seefahren handeln, kommst aber vom Binnenland aus Sachsen. Also wie viel bist du da selber drin? Naja, das sieht man ja, die Elbe fließt nicht so weit weg von Großenhain und da kann man sich auch schon inspirieren lassen dahingehend. Und ältere Musik und auch den älteren Wortschatz, das ist wahrscheinlich durchs Aufwachsen bei der Großmutter. Der Rummelsnuff wird heute genauso auf der Bühne stehen, wie der Roger jetzt, oder jetzt hier sitzt oder umgekehrt. Also eigentlich Kunstfigur ist für die Mütze ist immer da, fast immer. Und vielleicht manchmal noch eine Pfeife, aber schmeckt gut. Also eigentlich... Bist du's? Ja, also gekünstelt ist jedenfalls nichts, so richtig. Dann wünschen wir euch viel Spaß heute Abend in München. Bei den Feierwerk. Aufriss- und Abrisspartys. Und morgen beim Entern der Frauen und Herren. Ihr seid schon fertig. Sie. Wir dachten, wir dürfen euch noch was vorsingen. Na gut. Na, gerne singt. Ja, Logo. So. Nein, den Refrain... Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über München und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bleibst du treu, ein Leben lang. Mart Asbach und Rummelsnuff am Zündfunk-Mikrofon. Heute spielt Rummelsnuff an dem Ort, an dem er im Westen nach Mauerfall zum ersten Mal aufgetreten ist, hat er erzählt. In München, hier im Feuerwerk und morgen dann in der Piratenbar in Prien am Chiemsee. Rummelsnuff live. Auf keinen Fall verpassen.